Nun geht's weiter mit dem fünften Teil des Minecraft Gold Let's Plays. Ich habe jetzt hier erstmal die Fläche ein bisschen geebnet und habe Bäume gepflanzt, damit ich auch ein bisschen Nahrung bekomme. Und jetzt habe ich erstmal hier 64 Goldbarren, brauche ich gerade im Moment nicht. Dann die Diorit brauche ich nicht. Bruchstein brauche ich nicht so viel. Lapis Lazuli brauche ich nicht. So viel Golderzen. Ah, erstmal hier. Da hat die Kohle nicht gereicht. Da darf 64 Golderz reinpacken. Gold packt erstmal weg. Redstone brauche ich nicht. Pfeile brauche ich. Eisenschaufel nehme ich mit. Nahrung muss ich natürlich mitnehmen. Brauche ich noch. Sandstein brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Sonst habe ich erstmal Sachen, die ich brauche. Wie spät ist es? Ah, die Sonne geht gerade auf. Dann kann ich erstmal ruhig hier erstmal ein bisschen zu meiner Mine runtergehen. Vielleicht zwei Packer platzieren. Dann habe ich eine Mine runtergegraben. Kann ich nämlich je nach weiterem Erzen. Also nicht Gold, sondern am besten Eisen. Diamant, Redstone. Also ich habe den Ton ein bisschen zu leise. So hört man den Ton auch ein bisschen besser. Und da habe ich hier nur die Goldvorkommen am Hof gestellt. Dass ich jetzt hier wieder auf Gold treffe. Wo ist das jetzt hier nach Diamanten oder sowas? Oder Eisen, damit ich eine Schienenstrecke legen kann. Und ich mache das jetzt so mit dem normalen Let's Play. Ich bin ja jetzt bei 37 Teilen angekommen, habe 38 Abonnenten. Dadurch würde ich sagen, immer wenn mich einer abonniert, dann werde ich immer ein Minecraft Let's Play Teil weitermachen. Wenn mich einer deabonniert, dann muss mich zwei abonnieren, damit ich das wieder machen kann. Ich werde die eigentlich nicht entfernen oder löschen. Gold hier. Eisen. Eisen ist viel wertvoller. Eisen hier rausschlagen. Da ist noch mehr Eisen. Oh, hier ist einiges an Eisen. Da ich so viel Gold habe, könnte ich dann immer so viele Booster Wells bauen. Oder ich baue ein Haus aus Goldblöcken. Das mache ich mein normales Haus auf Holz, mache ich dann weg und baue ich ein Holz dann auf Goldblöcken. Für Lava. Und nehme ich ein bisschen auf, 3 Minuten 50. Wo ich da war, ne? Ah, hier habe ich schon mal gegraben. Hier ist ein bisschen dunkel. Lieber noch ein paar Fackeln rein. Und ich grabe hier die Kohle mal ab. Da war ein Eisenblock drin. Kohle werde ich nämlich viel gebrauchen, wenn ich so viel Gold brennen muss. Und damit ich auf die andere Seite der Lava komme, muss ich ja hier lang. Wie das Anisit hier weggraben.
wenn ich mich nicht irre, das müsste Anne-Wies sein. Da ist Diamant. Das Lapis, da ist Redstone, Holy, ist alles in Erd. Aber ich Monster an? Ja, Monster sind an. Hier sind die Gold. Redstone, aber Gold ist nicht wertvoll. Lava abhalten hier. Jetzt hier alles außer das Golderz hier abgraben. Da kommt sowieso schon wieder Golderz. Ihr könnt mir natürlich andere Vorschläge an Let's Plays geben. Zum Beispiel, dass ich zum Beispiel nicht Gold maximal stelle, sondern Diamanten maximal stelle. Oder die Kohle dann dafür, also dass es dadurch den Anfang schwieriger machen, wenn ich Kohle nur ab Höhe 10 abwärts hin mache. Dafür da allerdings viel Kohle. Da als Diamant, wie kann ich das am besten abbauen? So kann ich das Diamant abbauen. Ach, der ist verbrannt. Nee, den habe ich noch. Aber jetzt landet der Kies irgendwo. Na, das ist alles sieht. Habe ich irgendwo Kies? Ich habe kein Kies. Aber eine Eisenschaufel habe ich. Habe ich hier Kies? Nein, hier ist kein Kies. Wassereimer habe ich auch nicht. Dann kann ich am besten sonst diesen dritten Diamanten abbauen lassen. Oder sich in den... Hallo. So, unten drunter ist wahrscheinlich Lava. Und den Diamanten, der da drunter ist Lava. So. Und so kriege ich den Diamanten. Es war ein bisschen aufwendig, an den dritten Diamanten ranzukommen. Da ist noch ein Lapis Lazuli. Ich wusste gar nicht, dass ich den Diamanten gar nicht abgebaut habe. Da hatte ich ja noch zwei Diamanten da drin. Ganz schön langer Weg hier. Habe ich da irgendwie Eisen übersehen? Nein, das ist alles Gold. Jetzt komme ich relativ schnell hier an. Gerade mal in die Richtung. Das wäre ja auch eine Idee, hier so ein Goldblockhaus zu bauen. Da ist Kohle. Ein Haus aus Goldblöcken. Weil ich brauche dafür auch viel Kohle, weil ich ja auch ganz schön viel Gold brennen muss. Oder ich könnte am besten aus Kohle Kohleblöcke herstellen. Weil dann würde ein Kohleblock für einen kompletten Stack reichen. Ich glaube sogar für 80 Blöcke. Dann braucht man also 0,8 Kohleblöcke pro 64er Stack Golderz. Meine Fackel rein, damit ich nicht spawnen kann. Vielleicht kaufe ich hier noch ein anderes Erz auf, außer Gold natürlich, oder Kohle. Hier ist natürlich ein Goldvorkommen. Im Moment grabe ich ja nicht gezielt nach Gold, sondern nach anderen Erzen. Da ist schon wieder Gold. Da sieht man, ich habe die Goldvorkommen auf maximal gestellt. Eigentlich, wenn man die Goldvorkommen noch mehr erhöhen kann, ist, wenn man sie zum Beispiel nur auf 10 Y-Koordinaten machen kann. Minimal-Maximal-Höhe dann stark begrenzen, weil dann besteht fast die komplette Ebene nur noch daraus. Wie bei einem anderen Minecraft Let's Play Customize 2 heißt das. Auf meinem Kanal zu finden. Hier habe ich aber kaum Aussicht nach anderen Erzen. Wo hier einmal Lazuli ist. Noch mehr davon.
Brücke bauen. Und am Gold vorbeigraben. Wieder eine Fackel. Lava hört wieder. Oh, Lava. Lavasee. Muss ich schon nach oben gehen. Das ist eine überraschende Entdeckung hier. Ich komme da nicht hoch. Lava. Auf der Höhe ist der See. Der ist ein bisschen höher gelegen als der normale Lavasee. Aber sind die Erzvorkommen. Hier ist natürlich wiederum Gold. Aber ich suche nach anderen Erzen. Aber da scheint dieser Lavasee nicht zu bieten. Habe ich hier eine weitere Lavaquelle. So, das muss ich jetzt zubauen und sag mal. Kommt da nicht weiter. Sag mal, ich gebe den Kampf da erstmal auf mit der Lava. Also wir ein Steak essen. Diamantspitzhacke ist auch schon halb aufgebraucht, aber ich habe auch drei weitere Diamanten gefunden. Goldspitzhacken sind ja nicht wertvoll, weil die ja schon nach 33 Blöcken kaputt sind. Also nach 33 Blöcken abbauen sind sie schon weg. Es ist gerade Nacht geworden. Ich glaube, das funktioniert noch nicht hundertprozentig hier, die Monster spawnen verhindern, weil da noch dunkel ist. Sieht irgendwie nicht ganz hundertprozentig perfekt aus, wenn wir den Monster spawnen verhindern. Ich will jetzt hier anscheinend nichts spawnen, weil es hier jetzt noch dunkel ist. Weil vor Ort vielleicht noch eventuell dunkel sein könnte. Hier vielleicht. Hier noch eine Fackel hin. Da ist es vielleicht noch zu dunkel, also. Ich könnte meine restlichen Fackeln aufbrauchen. Da noch eine hin. So, das ist doch relativ aufgehellt hier. Und das ist ein ganz schlecht. Hier wächst so kleiner Wald wieder heran. Und das Haus will ich dann aus Goldblöcken um. Ein Haus aus Goldblöcken. Oder mein Spawnhaus vergrößern. Ah, es fängt gerade an zu regnen, aber. Ah, da hinten ist ja das Festland. Ich hätte aus Performance-Gründen hier mehr FPS zu haben. Habe ich die Einstellungen runtergeschraubt, damit ich auch trotz Aufnahme noch möglichst viel FPS habe. Also Priorität höher stellen brachte nicht, weil dann stockt hat die Aufnahme zu stark, weil hohe CPU-Auslastung. Aber hier geht es jetzt zum Festland. Vielleicht sind hier noch so ein paar Tiere, die ich vielleicht töten kann, um noch ein bisschen Nahrung zu bekommen. Und muss ich nämlich noch darauf zurückgreifen. Und hier ist natürlich das nächtliche Monster-Spawn nicht verhindert. Hier können die jeder Nacht spawnen. Das wäre ein enormer Aufwand, hier alles hier so stark zu erleuchten, damit ich hier nichts mehr spawnen kann nachts.
Aber ich glaube, das lasse ich so. So. Ich habe so, da läuft ein Häschen rum. Ah, verletzt. Ah, da ist mein Wolf wieder. Da habe ich mir den Wolf geholt. Stimmt mir ja gar nicht hinterher. Stimmt mir gar nicht hinterher, dass der Wolf. Hier ist eine sandige Küste. Da ist eine Sandinsel, die kann ich dann ausgraben. Was habe ich hier da unten gemacht? Ah, das ist natürlich gemacht worden. Hier ist hier mit dem Sandstein. Der Wolf verfolgt mich ja gar nicht. Hier ist auch eine Höhle. Eine Höhle, eine Höhle, eine Höhle. Ich muss nur neue Fackeln herstellen. Hier steil runter. Hier will ich aber erstmal nicht weiter rein. Wir müssen den nächsten Part aufheben, diese Höhle hier. Hier geht's auch so tief runter. Eine wirklich tief runtergehende Höhle. Monster sind da unten allerdings keine. So, hopp da mal rüber. Dann sollte ich mir erstmal eine Getreidefarm anlegen. Wenn mein Hunger wieder schon wieder geht. Goldbahn, also Goldbarren kann man ja nicht verwenden. Aber Gold ist auch unendlich oft farmbar, weil man ja Zombie-Pigments, ja, die sind ja theoretisch da farmbar, weil die ja immer wieder neu spawnen. Im Meta muss man dann alles hingehen. Also in der in die Hölle. Und in meiner Insel ist da jetzt ein Schaf noch. Das Schaf brauche ich allerdings nicht. 64 Gold fertig. Jetzt kann ich mir erstmal ein paar Kohlblöcke craften. So, 4 Kohleblöcke craften. Kann man aus einem Kohlenblock, wie man Holz hier, Stick, kann man damit mehr Fackeln herstellen? Nein, kann man nicht mehr Fackeln herstellen. Also bringt man die neuen Kohle wieder zurück. 4 Kohleblöcke. 4 Kohleblöcke, da kann ich ja mit 4 Stacks verbraten. Und ein Flaggeblöcke. Ah, da ist ja mein Hund. Der in dem Glas gespawnt. Los, komm aus dem Glas raus hier. Habe ich noch ein Glas? Nein, habe ich nicht. Deshalb könnte ich hier mit der Axt hier die Bäume abbauen. Habe ich noch ein bisschen mehr Holz? Was läuft da denn lang? Ein Schaf. Ich habe hier 2 Schafe auf meiner Insel. Aber ich könnte lieber Kühe oder Schweine oder Hühner brauchen. Jetzt ist der Wolf aus dem Glas herausgekommen, weil die teleportieren sich ja. Das war ja Zufall, dass er da in dem Glas gespawnt ist. Die im Holz durchgraben. Da ist das Holz. Großer Baum anscheinend.
mit dem Ast hier. Stellen wir die Grafikeinstellung hier auch schön, damit ich weiß, wo hier noch Holz ist. Hier scheint kein Holz mehr zu sein. Also Holz ist hier anscheinend keins mehr. Ganz schön viele Setzlinge, die hier droppen, diese normalen Bäume. Schafe brauche ich keine. Dann kann ich die natürlich zur Wollezüchtung nutzen. Wenn ich auch immer sie mal brauche. Na, ich komm erstmal rein, du Wolf, hier komm rein. Komm rein, Wolf. So, ist es jetzt zu drehen. Komm weiter rein. Ich komme noch weiter rein. Ich muss ein bisschen woanders hin verschieben. Wir wollen jetzt nicht woanders hin. Ich sieht mag er nicht. Ich habe ja auch keine Nahrung. Habe ich aber sonst irgendwie Seeds 3 allerdings nur. Da ist ein Stack an Golderz am Braten. Und ich habe noch 60 Hackeln. Und dann brauche ich den Granit nicht, den Anisit brauche ich nicht. Eisenerz packe ich auch erstmal weg. Habe ich Eisenbarren 5. Nicht viel. Ich habe noch 3 weitere Diamanten gefunden. 9 Setzlinge, habe ich schon 53 Stück. Mit Bruchstein weg. Sand, Erde, Anisit brauche ich nicht. Das brauche ich. Packt sie gar nicht mehr rein. Einfach weiter rein. Wir sollen hier weiter reinlaufen. Der Wolf läuft nicht weiter rein. Jetzt kann ich erstmal hier die ganzen weiteren Setzlinge hier aufsammeln gehen. Das wäre vielleicht eine notgedrungene Nahrungsfarm hier. Mit den Äpfeln hier, die da rausspringen. Hätten wir 2 Äpfel gedroppt. Jetzt hat sich der Wolf wieder teleportiert. Oh, hier kann ich. Na, 2 Schafe brauche ich um. Da sind 2 Schafe. Und ich wollte den Wolf hier reinführen. Ich weiß nicht, mit dem Schwert. Da fallen noch mehr Setzlinge ab. Dirty Kate nicht wirklich. Da ist noch Holz drin. Da ist noch wenig Holz. Genauso wie da oben ist auch noch irgendwo Holz. Habe ich jetzt mit Holz hochgebaut. Baut die jetzt hier per Hand ab. Aber ich hoffe mal, dass der Part euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen nach oben, damit ich weitere machen kann. Und macht mit weiter motivieren. Teilen macht es bekannter. Und abonnieren, dann seht ihr meine aktuellsten Minecraft-Videos. Bis dann und ciao.